Sandrine, es ist der dritte Platz, ein Happy End. Die haben gegen nichts gespielt. Ja. Wie war das, so ein Spiel gegen den Heimclub zu spielen? Ja, also es war halt schon schwierig am Ende, weil es ist mega eng war. Und wir haben schon gehört, dass der Fanclub von nichts wirklich da war. Und wir mussten einfach wiederkämpfen und daran glauben. Und ja, alles gut gegangen. Und wie habt ihr euch das Spiel vorbereitet? Weil ich kann mir vorstellen, nach einer Niederlage im Halbfinale ist es immer schwierig, wieder ja, den Tritt zu finden. Ja, es war recht schwierig, weil wir den Halbfinale ganz knapp verloren haben. Aber wir haben einfach gedacht, ja, wir gehen wieder einfach spielen und einfach Spass haben. Und ja, also, es ist einfach ganz easy bei diesem Spiel gegangen. Wir haben einfach Freude gehabt. Wie war es für dich allgemein hier gewesen, am Volley Final vorzuspielen? Wie war es mit dieser Atmosphäre? Es ist immer eine geile Erfahrung, hier zu spielen in dieser Halle. Und dass alle Fans alle unterstützen. So. Es ist wirklich einfach mega geil. Und zum Glück konnte ich noch hier spielen, weil hier ist immer am geilsten auf dem Center spielen. Alle schauen zu. Es ist wirklich mega cool. Und jetzt aus deiner Sicht, was ist der schönste Moment gewesen? Natürlich die Bronzemedaille ist sicher ein grüner Moment. Aber hast du sonst noch ein Highlight gehabt? Also mit dem Team ist eigentlich immer auch beim Spielen eigentlich ist ein Highlight. Weil wir sind wirklich ein mega gutes Team, wir sind mega zusammen. Und einfach alle zusammen spielen, so eine geile Mut haben, so ist wirklich eine mega geile Erfahrung und so wie ein Highlight. Ich kann mir vorstellen, ihr werdet jetzt noch ein bisschen feiern mit dem Team. Habt ihr irgendetwas schon geplant oder lasst es einfach mal auf euch zukommen? Nein, also leider mit meiner Kollegin können wir nicht mitgehen, weil wir haben jetzt Beachlager auf Mallorca. Darum, ja, wir haben eigentlich gar nicht geplant. Und dann halt einfach so vielleicht ein anderes Mal feiern, aber ja, einfach jetzt mit der Familie gehen und ja. Morgen musst du wieder in die Mutter. Nein, wir haben noch eine Woche Ferien. Ah, okay, dann kannst du es immerhin ein bisschen geniessen. Ja, genau. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spass. Danke. Gratuliere nochmal zu deiner Bronzemedaille, also zu eurer Bronzemedaille. Und merci vielmals. Danke.